So Freunde, willkommen. Ich berichte euch heute wieder ein wenig über die Gaumennahterweiterung. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich schon eine ziemlich große Lücke. Und fang mal damit an, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich habe am 31.10. die Operation gehabt. Sprich, wir haben jetzt fast genau einen Monat nach OP und kann sagen, die Schwellung ist fast weg. Ich habe noch Betäubung in der oberen Lippe auf jeden Fall vorhanden. Linken Seite sehr extrem, rechte Seite fast gar nicht mehr. Seit dem 15.11., sprich zwei Wochen nach Operation, habe ich angefangen, wieder Kleinigkeiten zu essen. Mit Kleinigkeiten meine ich sowas wie weich gekochte Nudeln, habe ich zwei Wochen nach OP angefangen zu essen. Und das Ganze mache ich jetzt auch die letzten zwei Wochen, um mich da langsam hochzuarbeiten von dem Grad, was ich kauen kann. Aktuell kann ich so, ja, weiches Gemüse, Nudeln ohne Probleme essen. Und stand ein Monat nach OP. Ihr könnt nach einem Monat schon wieder fast schon einigermaßen okay essen. Wie ihr sehen könnt, ist die Lücke aktuell ungefähr 1,3, 1,4 Zentimeter breit. Ich habe eine ziemlich große Lücke, glaube ich. Im Durchschnitt müssten die, glaube ich, ein bisschen kleiner ausfallen. Dadurch, dass mein Oberkiefer ziemlich dünn war, musste der halt ziemlich breit gemacht werden. Wie ihr sehen könnt, aktuell sieht mein Biss von Oberkiefer und Unterkiefer so aus. Also nicht wirklich perfekt. Genau. Am 13.12. bekomme ich die Zahnspange für oben rein. Und dann, ab dem 13. wird dann gearbeitet, dass die Lücke quasi zugemacht wird. Aber dadurch, dass die Lücke zugemacht wird, wird eben auch die Spanne zwischen Oberkiefer und Unterkiefer nochmal ein bisschen erhöht. Weil der Oberkiefer nicht so zugemacht wird, sondern so zugemacht wird. Dadurch wird die Spanne zwischen Ober- und Unterkiefer nochmal ein bisschen größer. Sprich, eher negativ. Die untere Spange bekomme ich noch gar nicht rein. Die bekomme ich erst in drei Monaten ungefähr, wenn ich die unteren Weisheitszähne entfernt habe. Ungefähr nächstes Jahr, Januar oder Februar, denke ich mal. Und dann in 5 bis 6 Monaten habe ich schon die nächste Operation geplant. Das ist dann die Ober- und Unterkieferoperation, wo man den Oberkiefer nach vorne zieht und den Unterkiefer gerade macht und nach hinten bewegt. Und genau so sieht der Plan eigentlich aus. Was kann ich noch berichten? Ja, die letzten Wochen waren ziemlich schwer. Besonders die Lücke ist mir ziemlich belastend im Alltag aufgefallen. Und ansonsten kann ich nicht viel zu sagen. Schmerzen habe ich eigentlich auch beim Stellen noch nie welche gehabt. Gar nicht. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht. Also Schmerzen waren null vorhanden bei mir. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen zur GNE. Stand heute einen Monat nach OP. Ich hoffe, bei euch ist es so ähnlich wie bei mir, dass ihr quasi keine Schmerzen habt. Falls ihr mir noch Tipps mitgeben könnt oder ihr noch was wissen möchtet zur Gaumennahterweiterung, könnt ihr mir gerne über Instagram schreiben. Ansonsten noch ein wahrscheinlich schöne OP euch ein, die euch jetzt vorhin alle informieren. Oder ein schönes Genesen. Haut rein, Freunde. Ciao.